Hey, Fremder! Ich habe gesehen, wie du aus den Bergen gekommen bist. Du kannst froh sein, hier nicht vor 3 Wochen vorbeigekommen zu sein. Wir hätten dich für einen entlaufenen Sträfling gehalten und mit denen haben wir kurzen Prozess gemacht. Du siehst ganz schön fertig aus. Was willst du hier? Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Gut gemacht! Ein Drecksvieh weniger! Warte mal. Ich wurde in den Bergen von Banditen überfallen. Dieses Dreckspack. Wahrscheinlich waren es dieselben Mistkerle, die letzte Nacht eins von unseren Schafen geholt haben. Du hast ganz schön Glück gehabt. Die meisten kommen nicht mit dem Leben davon. Ich kenne das Versteck der Banditen. Willst du sie etwa angreifen ohne mich? Es ist viel zu gefährlich. Außerdem muss ich hier auf meine Schafe aufpassen. Aber wenn du meinst, du kannst uns das Pack vom Hals schaffen, werden dir alle auf dem Hof dafür sehr dankbar sein. Thank you.
Thank you.
Ist das wirklich wahr? Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Dein Vorgänger hat gerade vor 2 Tagen seinen Job an den Nagel gehängt. Verstehst du denn was vom Jagen? Naja. Ich könnte dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Ich zahle gut für jedes Fell, das du mir bringst. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Bevor ich dich nehme, muss ich natürlich wissen, ob du überhaupt zu was zu gebrauchen bist. Man darf halt nicht alles glauben, was man... Was soll ich für dich machen? Ich werde dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Und du besorgst mir, sagen wir, 50 Wolfsfelle. Dann weiß ich, dass du dein Handwerk beherrschst. Wenn du dafür nicht ewig brauchst und die Felle einigermaßen in Ordnung sind, kannst du von mir aus bei mir anfangen. Bring mir bei, wie man Tieren das Fell abzieht. Gut. Hör zu. Es ist im Grunde ganz einfach. Du nimmst eine scharfe Klinge und schneidest dem Vieh den Bauch auf. Noch ein paar kleine Schnitte an den Innenseiten der Beine und dann kannst du es abziehen. Bring mir die Wolfsfelle und wir sehen weiter. Zeig mir deine Ware. Ich hab was anderes gehört. Ich hab da meine eigene Meinung. Das ist doch alles nur Gerede. Das hat er doch vorher gewusst. Zeig mir deine Ware. Das höre ich zum ersten Mal. Meinst du, mir geht es besser? Ich hab da meine eigene Meinung. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Warum hört eigentlich keiner auf mich?
Hey, wo kommst du denn her, hä? Ich komme aus den Bergen. Genau, du kommst aus den Bergen und das ist schlecht für dich. Ganz schlecht. Du wirst gesucht und zwar von einem ganzen Haufen übler Kerle. Es gibt da jemanden, mit dem du unbedingt sprechen solltest. Folge mir. Wer sucht mich? Halb Korinnes ist hinter dir her und du willst mir erzählen, du hättest keine Ahnung? Ah, verstehe. Du willst nur nicht mit mir darüber reden, hä? Na gut, deine Sache. Also, kommst du jetzt oder nicht? Mit wem soll ich sprechen? Mit meinem Anführer. Er heißt Brago. Er kann dir alles besser erklären als ich. Also, was ist? Gehen wir? Woher weiß ich, dass es keine Falle ist? Also, so langsam reicht's mir mit dir. Wenn du meine Hilfe nicht willst, dann geh doch zur Stadt und lass dich einlochen. Du kommst jetzt mit oder du lässt es bleiben, klar? Langsam, Freundchen. Es hat schon mal einer versucht, mich reinzulegen. Ach. So ein Kerl hat mir vorgeschlagen, zusammen mit ihm ein Amulett zu holen und den Gewinn zu teilen. Als wir am Ziel angekommen waren, haben er und seine Freunde mich angegriffen. Klingt ganz so, als hättest du dich mit den falschen Leuten eingelassen. Wo war das? Ich war Sträfling, in der Minenkolonie. Du kommst aus der Barriere? Mann, dann haben wir ja zusammengesessen. Ich kenne dich nicht. Ich war Butler im alten Lager. Hab mit der ganzen Sache nicht viel zu tun gehabt. Aber was jetzt viel wichtiger ist, du hast mächtigen Ärger. Irgendwer hat ein hübsches Sümmchen auf deinen Kopf ausgesetzt und der hat ein paar Zettel verteilt. Mit deiner Visage drauf. Wenn ich du wäre, dann würde ich sehr, sehr vorsichtig sein. Es gibt Leute bei uns, die würden für das Gold ihre Mutter umbringen. Aber ich finde, wir Jungs aus der Strafkolonie müssen zusammenhalten. Dann sollte ich mich wohl jetzt besser bei dir bedanken. Geschenkt. Sieh lieber zu, dass du am Leben bleibst. Wer ist der Kerl, der das Kopfgeld zahlt? Das weiß ich nicht. Es gibt nur einen von uns, der ihn kennt. Und wer ist das? Hey Mann, das kann ich dir nicht sagen. Du weißt doch, wie sowas läuft. 10 Goldstücke für den Namen des Kerls, der das Kopfgeld ausgesetzt hat. Ach Mann, das kann ich echt nicht machen. Nun spuck's schon aus. Oh Mann, na gut. Dexter ist sein Name. In der Nähe des Großbauern gibt es einen steilen Felsen. Da oben gibt's einen Wachturm und ein paar Minen. Irgendwo da hat er sein Versteck. Ich merke gerade, ich habe keine 10 Goldstücke mehr. Was? Ich? Ach, vergiss es, ich bin selbst schuld. Was sage ich dir auch den Namen, bevor ich das Gold gesehen habe? Und sag ihnen bloß nicht, wer dir das gesteckt hat. Kann ich das Bild haben? Klar. Ist ja schließlich deine Visage drauf. Gibt's noch was Interessantes für mich? Du meinst über die Gegend hier? Wenn du am Leben bleiben willst, halte dich auf den Wegen. Je weiter du dich in die Wildnis begibst, desto gefährlicher wird es. Bald wird es hier ziemlichen Ärger geben. Was ist los? Ein Typ namens Cavalorn kommt euch holen. Mist! Der Typ hat überlebt. Ich bin weg. Warte mal. Einer der Bauern vor der Stadt hat mich geschickt. Was? Die Bauern kennen das Versteck? Die Sache mit den Schafen ist aufgefallen. Er will euch alle tot sehen. Moment! Du willst mir doch wohl keins überbraten, wo ich dir geholfen hab. Geh rein und leg die anderen um, wenn du unbedingt Blut sehen willst. Ich verzieh mich. Hey, du. Lass uns die Kerle aufmischen. Alles klar. Halte mir einfach den Rücken frei, okay? Jetzt werden die ihr blaues Wunder erleben. Jetzt bist du dran. Das hast du verdient, Mistkerl! Danke für das Gold, du Held. Die Waffe nehme ich mal besser an mich.
Du wärst besser nicht hierher gekommen. Das hast du verdient, Mistkerl. Du arme Wurst, hast... Die Waffe nehme ich mal besser an mich. So, das wäre erledigt. Ha, sie hätten sich eben nicht mit mir anlegen sollen. Dann kann ich jetzt endlich meinen Auftrag erledigen. Hab schon viel zu viel Zeit verloren. Was für ein Auftrag? Ja, ich muss erst in die Stadt und dann später... Ich weiß nicht, wie ich das alles rechtzeitig schaffen soll. Was ist mit mir? Warum eigentlich nicht? Du könntest den Brief in die Stadt bringen. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, mich um meine Ausrüstung zu kümmern. Einer der Banditen müsste den Brief in seiner Tasche haben. Bring ihn zu Vatras, dem Wassermagier der Stadt. Du wirst ihn im Adanos-Tempel treffen. Er predigt dort den ganzen Tag. Sag ihm, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Und wenn er dich fragt, wo ich bin, sag ihm einfach, ich bin schon zum Treffpunkt aufgebrochen, okay? Kannst du mir was beibringen? Sicher, das weißt du doch. Mensch, dir haben sie ja ganz schön zugesetzt. Du kannst dich an gar nichts mehr erinnern, was? Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen? Mit weichen Sohlen hast du eine größere Chance, dich deinen Gegnern zu nähern, ohne dass sie es merken. Da ist nichts zu holen.
nichts zu plündern.
Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Bist du es? Tatsächlich. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Lester, wie kommst du hierher? Das war eine irre Flucht. Nachdem die Barriere explodierte, bin ich zunächst orientierungslos durch die Gegend gestreift. Dann habe ich mich tagelang durch die Wälder geschlagen und schließlich dieses Tal hier gefunden. Diego, Milton und Gordon sind noch im Minental. Zumindest denke ich das. Was ist passiert? Nachdem der Schläfer besiegt wurde, hat die gesamte Bruderschaft den Verstand verloren. Ohne ihren Meister waren sie alle nur noch leere Hüllen. Und du? Was ist mit dir? Mir ging es genauso. Ich hatte Albträume und sogar Halluzinationen. Aber ich bin geflohen, als ich wieder einen einigermaßen klaren Kopf hatte. Einmal glaubte ich, einen großen schwarzen Schatten zu sehen, der sich auf eine Gruppe Flüchtender stürzte und alles in einer riesigen Feuerwolke verbrannte. In dem Moment dachte ich wirklich, ein Drache wäre gekommen, um mich zu töten. Hast du noch mehr gesehen? Nein, ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gerannt. Ich bin auf dem Weg nach Korinnes. Was weißt du über die Stadt? Korinnes? Nun, es ist eine Hafenstadt, nichts Besonderes. Warum fragst du? Ich muss zu den Paladinen, die sich in der Stadt befinden sollen. So, tatsächlich. Du kommst doch noch nicht mal in die Stadt hinein, geschweige denn zu den Paladinen. Hast du einen Vorschlag, wie ich in die Stadt komme? Allerdings. Ich habe vor einiger Zeit für einen alten Alchemisten namens Constantino gearbeitet. Er ist sehr einflussreich in der Stadt und hat die Torwachen angewiesen, jeden zu ihm zu lassen, der ihm seltene Kräuter verkaufen kann. Im Grunde ist es ganz einfach. Du sammelst ein großes Büschel Pflanzen, die hier überall wachsen, und gibst vor, für Constantino zu arbeiten. Dann werden sie dich passieren lassen. Sammel aber nicht alles durcheinander. Die Stadtwachen sind ein bisschen dämlich und haben keine Ahnung von Alchemie. Das Büschel muss schon für sie nach etwas aussehen, wenn du damit durchkommen willst. Ich denke, 10 Exemplare ein und derselben Pflanzenart sollten reichen. Danke für den Tipp. Wie lange versteckst du dich schon hier im Tal? So genau weiß ich das nicht. Aber ich schätze mal eine Woche vielleicht. Aber da ist noch eine Sache. Als ich hier abends ankam, habe ich mich oben auf dem Berg umgesehen. Da standen nur ein paar Bäume. Und als ich am nächsten Tag gucke, steht auf einmal dieser Turm da. Ich schwöre dir, der war vorher noch nicht da. Seitdem habe ich das Tal nicht mehr verlassen. Du meinst Xardas Turm? Ich wusste ja, dass er mächtig ist, aber dass er sogar einen Turm erschaffen kann. Xardas, der Dämonenbeschwörer? Er lebt in diesem Turm? Ich weiß nicht, ob mich das beruhigt. Keine Sorge. Er war es, der mich aus dem Schläfertempel befreit hat. Er ist auf unserer Seite. Du musst Xardas von dem Schatten berichten. Es könnte wichtig sein. Du glaubst, es war keine Einbildung? Du meinst, da war wirklich ein... Drache, ja. Du steckst doch schon wieder mittendrin. Hab ich recht? Mittendrin würde ich nicht sagen. Noch nicht. Na schön. Wenn es so wichtig ist, dann werde ich ihn aufsuchen. Aber nicht jetzt. Für den Augenblick werde ich mich ausruhen.
Ich bin noch immer erschöpft von der Flucht aus der Strafkolonie. Ich denke, du hast noch viel vor. Wir sehen uns dann später bei Xardas. Was weißt du über die Gegend? Wenn du den Weg weiter runter gehst, kommst du zu einem Bauernhof. Ein kurzes Stück dahinter fängt auch schon die Stadt an. Sei aber vorsichtig, hier treiben sich nicht nur Wölfe und Ratten rum, sondern auch Goblins und Banditen. Nichts zu holen.
Warum treibst du dich hier auf meinem Land rum? Für wen bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? Ich verstehe nicht. Was? Verarsch mich nicht, Junge! Ich will wissen, wo du stehst. Also, für wen bist du? Für die Bauern. Ha! Ohne dieser verdammte Kriegstreiber bringt uns noch alle ins Grab. Was glaubst du, wie lange sich die Paladine das ansehen? Nach dem, was Ona sich geleistet hat, ist die ganze Stadt in Aufruhr.